Nach dem Ritz- und Spalteisen haben wir einen Ansetzhammer. Dieser Ansetzhammer hat ebenso diese bewährten Vidia-Schneiden. Vidia heißt ja abgekürzt wie Diamant. Das zeigt, dass, wie hart dieses Material ist. Kann man die Schneiden nachschärfen, durchschleifen. Und mit einem scharfen Werkzeug arbeitet man einfach besser. Der Stahl dieses Schaftes ist im oberen Bereich, ist nicht gehärtet, so dass man mit Schlagwerkzeugen draufschlagen kann, ohne dass irgendwelche heißen Metallsplitter die Anwender gefährden. Auch hier wird erst ein Schrot quasi eingeritzt. Die Schläge kommen mehr aus dem Schultergelenk und man lässt den Hammer einfach fallen, so kann man das stundenlang machen. Durch die Kürze der Schneide lässt sich der Hammer auch ideal an krustige Oberflächen anpassen. So kann man das teilen. Der Bruch ist leicht verlaufen. Was wir aber ohne Probleme mit einem anderen Werkzeug, das im Werkzeugkasten von jedem professionellen und etwas anspruchsvollen Pflasterer vorhanden sein sollte. Das ist ein Kipphammer, auch wieder mit diesen Vidia-Einsätzen. Wenn das Werkzeug an harten Kanten runterschrammt, ist durch diese Schweißnaden, das ist praktisch eine Verschleißschicht. Und wenn ich jetzt so beim Spalten, wenn das nicht so wie gewünscht komplett der Bruch ist, kann ich das dann noch damit Wie bei den handgeführten Werkzeugen gilt auch bei diesem Kipphammer, dass wir nicht zu viel Material vor dem Eisen haben. Das heißt, wenn ich so etwas abarbeiten will, dann kann ich hier etwas vorarbeiten, aber ich arbeite mich von hinten nach vorne. So, man muss nicht immer mit harten Schlägen arbeiten. Manchmal tut es auch die softere Vorgehensweise. Das ist jetzt ein Pflasterstein, den wir so einbauen können. Ansetzhammer, Ritz- und Spalteisen sind die idealen Werkzeuge zum Trennen von Werkstücken bei Belagsarbeiten und im Natursteinmauerbau. Der Vorteil von dieser Art zu trennen ist, dass der Bruch gleichzeitig praktisch schon fast die Ansicht ist. Wenn ich etwas mit der Flex, mit dem Winkelschleifer trenne und will aus dieser gesägten Fläche eine Ansicht machen, muss ich das nachbearbeiten. Deswegen ist unterm Strich diese Art zu trennen rationeller und gibt dem Werkstück ein unverwechselbares Aussehen, was im Gesamten dann die Arbeit umso wertvoller und schöner macht.